Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich habe mich kurzfristig entschlossen, nach dem Odin mal shoppen, noch ein Unboxing zur Festplatte zu machen. Ich muss euch mal ein bisschen nach unten richten. Das ist eine. So. Sieht man das? Sieht man es ja. Seagate 6 TB Expansion für einen PC. Ich werde die natürlich auseinanderschrauben, beziehungsweise brechen, weil das ist ein Plastikgehäuse. Nee, Quatsch, die 5 TB. Ich habe die gleiche schon mal, 5 TB. Die 6 TB kommt am Fernsehen für meine gesicherten Daten von, also Familiendaten. Und die 6 TB, also die 6 TB und die 5 TB, die kommt dann in PC eingebaut. So. Hier haben wir dann das Siegel. Und ich bin mal gespannt, weil. Ich weiß nicht, Rudi hat es, glaube ich. Rudi hat gesagt, der hat die auch. Der hat so ja zwei. Und bei mir ist das Problem, wenn ich sie am Fernseher dran habe, ich muss immer den Stecker ziehen, den Festplattenstecker. Also den USB-Stecker, weil sonst läuft die ganze Zeit. Und das nervt, das hört man. Die ist so ein bisschen lauter als die Western Digital MyBook. Die MyBook ist leiser. Also ich hatte es ja beide schon mal für die PlayStation benutzt. Und das ist meine Erfahrung halt, dass die MyBook ein Stück leiser ist. Und die steht ja auf so Gummifüßen und die Vibrationen sind teilweise echt viel, und weil die ja so längs drin ist, und dann hörst du das auf dem Lowboard da drüben. Bäh. Ja, und Rudi hat gesagt, da ist eine Software mit bei, und ich hatte meine 5 TB ja gebraucht gekauft. Und da war keine Software drauf, die war ja formatiert. Ach, da ist so ja so ein Sicherheitsding drin, sieht man das? Da. Die habe ich gebraucht gekauft und. Da war nichts mit bei. Und jetzt hoffe ich ja, dass hier die Software dann logischerweise auf der Festplatte drauf ist, dass ich die dann testen kann, ob die vielleicht dann ausgeht. Und vielleicht ist das neue Modell ja auch was leiser. So, dann haben wir einmal mit Loch. Das ist Amerika. Ich weiß es nicht, wie so eine große Nation so wackelige Stromstecker haben kann. Das ist mir unbegreiflich. Und vor allen Dingen so ein Sicherheitsrisiko. Nee, hier ohne Loch, das könnte Amerika sein. Ich weiß es nicht. Mit rein, also mit so einem Plastiknippel, das ist, glaube ich, Australien. Nee, Quatsch, das war England. Australien hat das hier mit der Schräge, glaube ich. Also weiß ich nicht, auch nur so dünne Steckerchen. Also ist mir unbegreiflich. Hier haben wir Deutsch. Ich werde die auch nicht auspacken, weil ich brauche die nicht, weil ich werde mir die wegpacken für gut oder falls mal was ist. Hier ist halt da wird das dann reingeklickt. Hier ist auch so eine Schutzplatine oben drauf. Ja. Weil ich habe ja, wie gesagt, meine, und hier ist der USB. USB 3.0. Sieht man's, ja? Und dann hier. Und wie gesagt, ich habe. Und hier ist auch der deutsche Stecker drin. Ich habe ja. Mehrere. Nee, der deutsche Stecker ist hier gleich in der Tüte mit drin. Und die anderen sind halt lose drin. Und wie gesagt, ich hab die ja angebaut. Also bei mir ist die ja da, die Festplatte. Und da brauche ich ja nicht die gleichen Kabel jetzt nochmal nutzen. Da kann ich mir das schön aufheben, falls ich mal irgendwo einen Kabelbruch habe oder irgendwas ist. Dass ich weiß, ah gut, hast noch ein funktionierendes da. Scheiße, jetzt geht die Kacke wieder hier nicht zusammenzubauen. Ey. Das wäre so typisch. Das ist jedes Mal die gleiche Scheiße. Nee, hier haben wir noch einen deutschen extra. Das wird dann EU sein. Da müsst ihr auch aufpassen. Es gibt halt einen, der sieht aus wie für Deutschland, ist aber EU. Und dann gibt es halt den reinen deutschen, gibt es halt auch noch. Gucken wir mal, dass wir das hier irgendwie wieder reingefummelt kriegen. Reingefriemelt. So, genau. Zack. Ist aber immer so. Ich weiß nicht, wie die das hier reinkriegen. Jedenfalls, man kriegt es nie, nie
wieder so rein, wie die Firma das da reingekriegt hat. Halbwegs. So, und dann kommt in meinen Technikschrank mit dem kompletten Karton. Da sehe ich auch, wie es wurde zugehört. Weil ich hab, am Anfang habe ich sowas immer einfach so gesichert. Ne? Habe ich mir weggepackt und dann, ja, wo gehört das jetzt dazu? Und jetzt nimmt zwar mehr Platz weg, aber jetzt sichere ich das immer mit Karton. Oder schreibe es mir mit Edding auf der Seite rauf. So, hier haben wir dann halt die Pappen. Da ist sie dran. So, dann haben wir ein weißes Blatt mit irgendwas drauf und ja, die Erklärung, halt, dass Strom in Strom kommt, USB an USB, also das ist eins Strom, zwei USB, USB 3.0 und USB 2.0 können betrieben werden. Ja, das ist Chinesisch, kann ich nicht lesen. So, und aussehen tut die Festplatte dann so. Optisch sieht die gut aus. So. So, mit dem Riffelmuster, sieht man das? Ja, und hier oben, wo ist das? Da. Sieht man es? Da ist eine LED-Anzeige dann. Also so ein kleines Licht, was dann leuchten wird. Und wenn ihr hier so durchguckt, da sieht man die Festplatte so. Seht ihr das? Das Silberne? Die liegt halt hier so längs drinne. Und hier unten steht halt auch 6 Terabyte, Seagate, Desktop Drive. Ja. Und so steht die dann auf dem Gummifuß. Also nicht so, so, weil die Gummifüße sind da unten dran. An sich eine echt gute Festplatte. Die, also so bin ich in sich sehr zufrieden mit ihr. Das Einzige, was mich halt stört, ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es an der Software liegt, dass man hier irgendwie mit der Software dann drauf zugreifen kann und der sagen kann, ey, wenn du nicht braucht wirst, geh mal in den Energiesparmodus oder so. Dass hier eine kleine Platine mit drin ist oder sowas in der Art, ich weiß es nicht. Weil meine Festplatte, die war nervig. Wenn die nicht gebraucht wird, ist die halt die ganze Zeit an und dann hörst du immer. Jetzt hoffe ich, Rudi hat gesagt, das kann man wohl einstellen, aber ich weiß nicht, ob das für einen PC ist oder ob das auch zählt, wenn du am PC hast und einstellst und dass es dann am Fernseher genauso ist. Das weiß ich nicht. Das werden wir gleich feststellen oder nachher feststellen. So, haben wir hier Unboxing-Hardware-Video gleich mit EMA gemacht, reicht ja auch. Ist ja nur eine externe Festplatte, da gibt es ja nicht so viel zu sagen, wie zuverlässig ist. Ich habe sie gebraucht gekauft, meine erste, die jetzt nicht. Und die wurde für ihn zwei Backups benutzt, hat er geschrieben. War auch im schmalen Taler, habe ich sie gekriegt. Ich kaufe sowas sonst eigentlich nicht gebraucht, aber der hat richtig geile Bewertungen gehabt und stand da auch nur zwei Backups gemacht und dann wegen Neuanschaffung oder so ist die dann weggekommen oder so, weil er sich so ein HP geholt hat, keine Ahnung, irgendein Server-Ding geholt hat oder so, stand da drin in der Beschreibung und dann braucht er halt die nicht mehr. Und da habe ich zugeschlagen. Und die habe ich jetzt seit ein paar Jahren schon im Einsatz. Ein paar Jahre im Einsatz. Und die ist immer noch tipptopp. Da kann ich mich immer noch nicht beschweren. Die läuft super, wenn ich da was brauche. Weil deswegen brauche ich auch mehr Platz. Also nicht nur Fotos, Videos kommen hier rauf. Hier kommt auch Musik rauf. Also so die Zandiano-CDs zum Beispiel, die ich bei Amazon gekauft habe. Da habe ich ja von Amazon auch den MP3-Download bekommen. Weil das ist dieser Audio-Rip-Dingsbums, keine Ahnung. Die kommen auch hier rauf. Warum, fragt ihr euch? Weil der Fernseher die Möglichkeit hat, man kann eine Diashow erstellen. Ja, dann sage ich, ich möchte hier, was weiß ich, wir waren jetzt im Urlaub, haben 300 Bilder gemacht, Diashow. 5 Sekunden ein Bild, 1 Sekunde, 2 Sekunden, kann man einstellen, wie lange ein Video ein Bild zu sehen sein soll. Und den Übergang kann man auch bestimmen. Ausblenden, hoch, runter, links, rechts, Übergangseffekt, alles Mögliche. Und dann kann man sagen, man möchte Musik dazu hören. Und da geht es halt nicht, dass man dann eine zweite Festplatte, weil der Fernseher hat ja zwei USB-Anschlüsse, dass man sagt, ich möchte auch von der zweiten Festplatte Musik haben. Das geht nicht. Da muss man
hier die Musik drauf haben, dass man sagen kann, hier im Ordner so und so. Weil man hat nicht die Möglichkeit, auf den USB zu wechseln. Man muss dann halt aus dem Ordner sagen, hier den Ordner, da, bumm, ist die Musik. Deswegen kommt hier auch die Musik drauf. Ja? Also so ein bisschen Musik, nicht viel, weil da habe ich meine Musikfestplatte, wo ich alle gesichert habe. Aber so das, wo ich weiß, was meine Frau hört und also mithören würde und ein bisschen was für mich, das kommt dann darauf, wenn ich mir dann Fotos angucke und dann JBO höre oder so, dann meine Frau mag das nicht, ich finde das gut. So, aber nichtsdestotrotz bin ich dann jetzt mal weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.